Ich würde gerne noch mal einen Punkt vertiefen. Und zwar hat Frau Krämer angesprochen, diese Konstruktion des christlichen Abendlandes. Dina hat gerade noch mal und Tarek Hammer dann eben auch darauf hingewiesen, wie wichtig die nationalen, kollektiven Traumata, also die Geschichte der Shoah in Deutschland, die Zeit des Algerienkrieges in Frankreich, wie wichtig die für die Selbstidentifizierung im Grunde genommen ist. Und die Frage, wer hat Teil an dieser Geschichte, das halte ich für eine ganz wesentliche Frage. Und im Moment, das kam in unserem ersten Teil der Debatte, als Tarek Sie noch nicht dabei waren, zur Sprache, diese Konstruktion nicht nur des christlichen Abendlandes, sondern die Konstruktion des christlich-jüdischen Abendlandes, das ja eine sehr, ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig, ahistorische Konstruktion ist. Da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren, Ihre beider Meinung und dann vielleicht auch nochmal die Meinung von Herrn Ramadan. Im Grunde genommen ist das eine ganz plötzliche Kombination von Philosemitismus und Islamophobie, die aus diesem kollektiven Trauma resultiert, von dem wir in Deutschland, mit dem wir uns in Deutschland noch auseinandersetzen. Ein christlich-jüdischer Dialog ist doch im Grunde genommen erst seit 1945 entstanden. Oder wie würden Sie das sehen? Das ist eine Konstruktion, mit der man sich als populärer, populistischer Politiker, von denen Tarek Ramadan vorhin gesprochen hat, behilft. Diese Kombination, die ist, ich sage das jetzt als Understatement, ist mir nicht geläufig. Das ist eine Erfindung, die mit der Zeit nach 1945 zu tun hat und eigentlich eine leere Hülse war und versuchte eigentlich die großen Probleme, die mit der Zeit des Nationalsozialismus und der Verbrechen zu tun hatte, zu überdecken, indem man eine Gemeinsamkeit insinuierte, die es so gar nicht gab. Nur ein Satz, die Juden waren in Europa sozusagen der signifikant andere. Das war eigentlich der andere, an dem entlang sich sozusagen die christlich durchdrungene Welt selbst definierte. Jetzt gibt es hier die Muslime, die Juden können sich sozusagen zurücklehnen und sagen, also jetzt sind wir sozusagen nicht mehr die Projektionsfläche. Womit ich nicht zum Ausdruck bringen will, dass es kein Problem der Säkularisierung und Konfessionalisierung vor allem des Islam im europäischen Kontext gibt. Den gibt es genauso, wie es das Problem gibt, dass sich sozusagen der westlich-christlich-christologische Säkularismus sich neu öffnen und neu definieren muss. Würden Sie denn, Herr Diener, eine Parallele sehen? Entschuldigung, Frau Krämer, wenn ich ganz kurz nachhake. Würden Sie denn eine Parallele sehen zwischen Islamophobie und Antisemitismus? Im Moment wird ja diese Parallele gezogen. Wolfgang Benz, der Leiter vom Zentrum für Antisemitismusforschung hier in Berlin, musste sehr viel Kritik dafür einstecken, dass er diese Parallele gezogen hat. Nur ganz kurz also Ihre Meinung dazu. Also wenn Sie mich direkt als, also meine Meinung, wenn Sie was gilt, dann sage ich Sie gerne, aber okay, also ich sage das mal so. Der Antisemitismus und mit dem Ismus haben wir es mit einem Phänomen des 19. Jahrhunderts zu tun, bezieht sich auf den unsichtbaren Juden. Es ist ein Phänomen, der sich mit Verschwörungsvorstellungen in Verbindung setzt. Die Feindlichkeit Muslim gegenüber ist eine Feindlichkeit des Sichtbaren gegenüber und ist nicht verbunden, soweit ich das sehe, mit einer gesamten Weltsicht und Weltanschauung, die mit bestimmten Verwerfungen der Moderne einhergeht. Insofern würde ich, und ich denke, dass die Gleichsetzung oft darauf hinausläuft, dass man eigentlich zum Ausdruck bringen will, es geht um Xenophobie, um Fremdenfeindlichkeit, auch wenn es um den inneren Fremden geht und um den äußeren Fremden geht. Ich denke aber, um einer Form, sagen wir, der historischen Genauigkeit wegen, würde ich die beiden Phänomene auseinanderhalten wollen. Okay, vielen Dank. Frau Krämer, bitte.
Klügeres hinzufügen, mache aber doch darauf aufmerksam, dass Sie gerade vom inneren und vom äußeren Fremden gesprochen haben und damit eigentlich wieder gesagt haben, dass die Muslime draußen sind. Oder war das jetzt ein Missverständnis? Ich frage jetzt wirklich, das war wirklich ein Missverständnis? Wo ist dann der Unterschied? Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die jüdische Bevölkerung in Mitteleuropa ungefähr 1500 bis 2000 Jahre unter Christen gelebt hat und die Selbstdefinition der Christen mitbestimmt hat. Dann gibt es eine christliche Feindlichkeit im Islam gegenüber als sozusagen einen äußeren Feind. Von den Kreuzzügen an zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, die Türkenkriege und so weiter. Es gibt also eine Komponente von außen, die hier stark gemacht wird. Und sonst könnte man nicht verstehen, wie hier eine gewisse Xenophobie in Europa aufbricht, wenn es heißt, die Türken sind zwar nicht vor Wien, aber sie sind hier in Berlin. Ja? Weil damit Bilder evoziert werden, die natürlich mit diesen vergangenen Prädispositionen etwas zu tun haben. Und darauf hat sich das Innere und Äußere bezogen. Es geht jetzt nicht darum, jetzt also in die Kapillaren der Semantik einzugehen. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ja. Naja, aber was Sie trotzdem sehr stark hervorheben, ist tatsächlich diese Wahrnehmung, wobei ja auch die Wahrnehmung von Juden gerade im 20. Jahrhundert häufig damit verbunden war, dass es sich um Kaftan tragende Ostjuden handle, die auch nicht in die westeuropäische Gesellschaft reinpassen. Aber das müssen wir, glaube ich, wirklich nicht vertiefen. Das Wesentliche ist das Xenophobe. Und ja, das ist mir auch klar. Trotzdem, wenn Sie schon die Verknüpfung von innen und außen ansprechen, ist sie, glaube ich, in beiden Fällen relativ kompliziert. Aber ich glaube, als Grundlinie kann man schon so nehmen, wie Sie es gerade dargestellt haben. Ich denke auch, dass die Parallele, wenn sie gegeben ist, in dieser Xenophobie und natürlich auch in der tatsächlich Essentialisierung des anderen als kulturell durchdrängt von Religion und einer bestimmten Kultur und Tradition beruht. Ich würde noch mal gerne zu sprechen kommen auf das, was Sie vorhin so schön angesprochen haben, nämlich die Frage, wie man jetzt eigentlich über Geschichte spricht und wie man sich unterschiedlicher Ereignisse erinnert, die manchmal sogar auf denselben Tag fallen. Wir haben das Problem schon Anfang November bekanntlich, wo auch sehr unterschiedliche Dinge an einem und demselben Tag passiert. Und auch dort muss man damit zurechtkommen, dass dieser Tag nicht eindeutig belegt ist. Ich denke, dass es tatsächlich äußerst schwierig werden wird, eine Erinnerung an den Militarismus des 19. Jahrhunderts, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, den Kolonialismus und die Judenverfolgung zu schaffen, die offen ist. Und ich denke, es wird doch gelingen, über die Abstraktion, die auf das Xenophobe, auf den Rassismus, Totalitarismus gegebenenfalls abhebt. Was entfallen muss dann aber, ist vermutlich, das würde man aber diskutieren, dieses Element der Schuld, dass bestimmte Nachfolgende doch noch in irgendeiner Weise sich ja, stellvertretend in einem Nachschmerz schuldig fühlen. Denn ich wüsste wirklich nicht, warum jemand, dessen Vorfahren aus Algerien gekommen sind oder aus Mali oder aus Indonesien, im weitesten Sinne jetzt eine an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpfte Schuld empfinden sollte. Aber die Verurteilung von Rassismus und die Erfahrung dessen, wie er funktioniert, die könnte man doch auch in einer multireligiös, multikulturellen deutschen oder französischen oder niederländischen Öffentlichkeit pflegen und schaffen oder schaffen und pflegen.